Willkommen zurück, ihr zahlreich vorhandenen Menschen. Ich starte einmal aus dem Menü heraus, denn Joker quatscht gerade wie ein Wasserfall. Das geht mir echt auf den Keks, da kann man keine Ansage machen. Leute, es geht weiter. Folge 6, glaube ich, von Batman Arkham Asylum auf meinem unbekannten Kanal Nussknackers Welten. So, weiter geht das. Als ob ihr es nicht mal versuchen würdet, wofür ich euch nicht bezahle. Findet jeden! Sofort! So, die beiden Schlawiner sind gerade mit Dingen beschäftigt. Ich mag nicht, wenn Schlawiner Dinge tun. Da kümmern wir uns mal kurz darum. Einen davon kann ich ausschalten. Du bist nun tot. Ruhig, ganz ruhig. Genau. Meine kleinen imaginären Vampirfreunde tragen ihn davon. Anstaltsleiter Idiot. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Gut. Idiotenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Haben wir jetzt neue Fähigkeiten? Weil ich habe da gerade Dinge gesehen. Nanosekunde. Karte und Ziele. Wayne Tech. Ich habe kein Upgrade, ne? Was ist denn neu hier? Panzer-Upgrade 2. Eine leichte Nanopolymer-Verstärkung des Batsuits sorgt für eine stabilere Außenhaut. Muss ich vielleicht auch Sachen freischalten, die ich nicht so mag, ne? Nur damit ich hier mal andere Sachen bekomme. Kann ich sehen, was es ist? Ich kann nicht mal gucken, was das hier ist. Schade, schade, schade. Also, wenige Bruchteile, auch Nanometer maximal, sind wir entfernt von der neuen Fähigkeit. Die können wir uns ganz schnell besorgen irgendwo. Batman ist mal eilig unterwegs. Wir müssen gucken, ob wir hier was Schickes finden. Was ist denn zum Beispiel da los? Der existiert vor sich hin. Und was sind das für Leute? Böseriche! Ne, die mag ich aber mal nicht, ne? Batarang bitte. Genau. Der Wachmann da ist noch ganz okay, wie es aussieht. Dann lauf ich mal hin. Hey, okay, Wachmann. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen, ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Und ich bin Batman. So, okay. Wir müssen ins Medical Center. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich amüsiere mich prächtig. Bei euch Jungs sieht das fast zu leicht aus. Als ob ihr es nicht mal versuchen würdet. Wofür ich euch nicht bezahle. Ja, passt schon, Junge. Allerdings müssen wir auch den Commissioner finden. Er muss ja irgendwo sein. Ja, okay. Ich denke mal, wir haben eine Spur. Das Medical Center dann. Doch warum haben sie ja versucht zuzumachen? Ihr wolltet doch. Ach, ihr wolltet nur neue Farbe anbringen. Ihr wolltet den Zaun streichen. Tut mir leid. Das waren fleißige Burschen und ich habe sie einfach so umgehauen. Was gibt es denn hier? Besucherraum. Wieso kann ich hier rein? Komm rein! Setz dich und nimm deine Maske ab! Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Okay. Das ist First Person plötzlich. Was ist hier los? Hat da jemand? Ich dachte, jemand was Vulgäres rangemalt. Wo verdammt doch mal bin ich hier? Wozu ist das gut? Wache!
Eine echt gute Frage, was ist das hier? Okay, wir haben hier einen Joker, tauchen hier nach und nach eventuell jetzt die ganzen Leute, die ich bekämpft habe, auf. Wenn das so ist, dann habe ich noch einiges zu tun, wie es scheint. Keine Detektivansicht. Okay. Ich gehe dann mal. Riddler, wir haben gerade keine Zeit für deinen Quatsch. Was kann ich denn? Da kann ich rauf. Warum denn? Ich bin ein Naturbursch. Ich laufe hier gerade lang. Besucherzentrum. Ich will gucken, ob ich noch irgendwas machen kann, dass ich vielleicht noch hier ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Damit ich aufleveln kann. Arkham East ist zu. Bekomme ich eventuell durch die Riddler-Figuren Erfahrungspunkte? Wenn ja, dann muss ich doch ab und zu mal eine einsammeln, wenn ich eine sehe. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch sauberen Blick geht, weil ich an sich langweilt, dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Hier ist nichts. Ah, ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß. Ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal. Ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Hey! Ich will eben nicht, dass einer die Party verpasst! Das werden wir nicht. Wir werden uns lieber neue Sachen besorgen hier. Und zwar... Ich habe keine Ahnung. Achtfacher Schlag, Überwurf, Spezialangriff, bla bla bla. Das ist nur wahrscheinlich mehr Rüstung. Batarang bang, Batarang bang, Batarang bang. Erhöht die Effizienz des Standard-Batarangs und verlängert ihre Zeitspanne, die jetzt hier kampfunfähig bleibt. Okay, bisher ist er nur ein Witz. Was sind das für Dinge hier? Automatische Näherungszündung. Im Gefahrenfall wird das Explosivgel automatisch gezündet. Die Ziele sind dadurch vorübergehend kampfunfähig. Nein, die müssen komplett ausgeschaltet sein, Leute. Battle-Rank-Kraft. Wir... Verdoppelte Falle eines perfekten Timings, die Effizienz normaler Angriffe. Verdoppelt das Kombo-Ergebnis des Nahkampfs. Achtfache Kombo. Ist schon. Schon was, ne? Eigentlich. Was ist das denn? Umgekehrt ist auch schon. Das wollte ich eigentlich haben, ne? Ist aber gerade in der Situation doof. Ich will alles. Kritische Kombo. Verdoppelt im Falle eines perfekten Timings. Wir fangen jetzt einfach vorne an. Ich bin dumm. Ich nehme jetzt das. Ich bin als Gastgeber zu gut. Das stimmt. So, wie kommen wir an die Typen da am einfachsten ran? Können wir die irgendwie überfallen? Das reicht ja schon aus, wenn wir einen ausschalten oder sowas. Ritterfigur hier drin? Nö, was ist das denn? Noch eine Blaupause wie in der Höhle unter den Fahrstuhl. Ich kann ja gerade nichts machen, ne? Ich
heißt, man könnte natürlich einfach durch die Scheibe greifen, das einsammeln, aber wir sind Batman. Wir haben Stil, wir machen sowas nicht. Wir machen nur Dinge, die man nicht erwartet. Dr. Howard und Dr. Fein. Dr. Howard! Okay. Wir haben eine gute Mischung. Drei Knüppeltüten-Typen und normale. Mal hinein, ne? Er ist hier! Und ihr nicht mehr. Cool. Lass! Meine Güte! Ich bin zu mächtig für euch. Batman. Geht's ihm gut? Mir geht's super. Hey. Dein Gesicht wird ganz schön bluten. Aha. Sieh bei mir zu. Es wird euer Blut sein. Und jetzt weiter. Hast du einen großen Kopfschmerzen, mein Freund? Batman. Hä? Was? Haben die irgendeine Funktion? Ich hab die noch nicht bemerkt. Behindern mich hier irgendwie im Kampf oder sowas? Ich weiß es nicht. Wenn sie mich behindern sollten, dann nicht allzu sehr. Ich habe mir gerade Hang angesehen. Für den Fall des Falles, dass dort eventuell Joker-Trophäen sind oder sowas. Meine Dame, ich erbitte Einlass. Dankeschön. Wir gehen da jetzt rein. Schießt er hier auf mich? Egal. So. Hallo, Harley. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich habe den Hinweis bereits verstanden. Ja, danke. Ja, dramatische Wendung. Wir gehen. Ciao, Commissioner. Das war's. Ende. Neues Ziel, finde einen anderen Weg in die medizinische Abteilung. Das kriegen wir hin. Wahrscheinlich ist sie irgendwo auf dem Dach oder sowas. Wir nehmen eine Luke, auf das Fenster. Ja. Na? Zum Beispiel sowas hier. Aber ich habe jetzt auch eine Riddler-Statue gesehen. Wenn ich die schon mal quasi direkt daneben stehe, sammle ich sie auch ein. Felsversprung? Ja, ich mach das schon. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwo runtersegeln, ne? Ja, dann halt nicht. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Fledermausmann? Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste... Das ist sehr strukturell, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Seht, ich bin Batman. Batman. Schön. Hat er früher was gleich mit Bauschaum gemacht. Ja, yeah, Batman. Okay. Wir sind drin, denke ich. Das war ja einfach. Okay. Batman ist gut im Türen öffnen. Bin ein anderer Weg in die medizinische Abteilung abgeschlossen.
Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab! Ich meine das ernst! Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück! Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben! Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Der Joker ist dein Freund. Komme ich da oben irgendwo ran? Ist da was Verstecktes? Da kann die Fledermaus nicht rein. Suchen wir nach strukturellen Schäden. Oder Batmans Bart. Okay. Bam, 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 bam. Wir öffnen mal das Ding hier. Oh, Ruf ist kaputt. Geduckt. Immer rum. So. Aufpassen, dass wir nicht auf irgendwelche... dass wir nicht auf Bruce Willis treffen. Hier, wir könnten da lang. Aber... auch da lang. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Arsch. Okay, es gibt also wirklich Erfahrungspunkte für die Dinger. Das heißt, ich hätte sie jetzt eigentlich einsammeln müssen, die anderen. Oh. Doof. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich zurückgehen, aber... nee. Das mache ich nicht. Denn ich habe zu wenig Zeit zum Aufnehmen. Das heißt, ich kann meine Zeit nicht mit wilden Suchen verschwenden. Ich nehme lieber auf. Tschu. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen da runter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Alle! Hoffentlich habe ich da... hoffentlich gibt's nicht auf Zeit. Ich hasse Sachen auf Zeit. Ich kann hier auch lang. Oh mein Gott, was ist das denn? Und warum? Batman hat keinen Fallschaden. Das wäre mal strukturelles Zeug. Yeah. Hä? Hey, los, komm. Mist. Na dann. So rettet Batman also keine Menschen. Wir haben es geschafft! Batman ist tot! Ich würde gern meinen Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken. Und den Menschen von Gotham, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Nein, so ging die Geschichte, glaube ich, nicht. Ich hoffe, ich habe die Statue jetzt schon vom Riddler. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Rette sie mit all deiner Hass, mit all deiner Hass und deiner Wut. Spinnenweben. Alfred. Okay. Machen wir das dann nochmal. Aber vielleicht schlauer sogar. So können wir einen ausschalten.
Heia. Sagst du, ich verstehe dich nicht ganz. Siehst du mal, hätte ich doch das Ding mit dem. ihr wisst schon. Das vom Gargoyle runterhangeln genommen. Hi. Na, ist nicht so gut, ne? Und glaubst du dann, es geht nicht mehr, fällt dir bald das Atmen schwer. So, wir kommen da nicht ran. Wir müssen jetzt unten lang irgendwo. Ja, Falltrümmer konnten andere Personen verletzen. Nein, ich darf niemals andere Personen verletzen. Ich bin Batman. Das sieht so aus, als ob ich jetzt... Das wird bestimmt niemand, ne? Genau. Na ja, benutzen bitte. Da ist auch niemand. Nur ein Riddlerzeichen. Er weiß natürlich, dass ich es sehen kann, deswegen hat er das gemacht. Und wir verziehen uns dann. Und machen Dinge kaputt. Ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Wach auf. Hörst du mich? Wach auf. Bleib dran. Muss übrigens abwehren, ne? Hallo. Ist ein Doktor anwesend? Nein? Schade. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gefolgsmänner, die ärztliche Hilfe brauchen. Der Raum ist soweit okay. Sie sind in Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Ich bin hier, Mike. Halte still. Ich befreie dich. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Will ich. Gucken wir uns mal diese Knochenbrüche an. Da. Oh Mann. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Scharf sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf vier Beinen, dann auf zwei und schließlich auf drei? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf vier Beinen, als Erwachsener läuft man auf zwei und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle drei ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen vier. Aber schneid ihm die Beine ab und es kann nur noch auf zwei Stimmen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf drei herumhumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Ah. Vielleicht hat er noch andere Hobbys als nur... Rätsel zu stellen. Was geht hier ab? Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter.
Von jetzt an wird es immer schwerer. Ach, hier war also Killer Croc drin, ja? Und er hatte, glaube ich, ein bisschen schnabuliert, wie es aussieht. Ja, komm. Geh kaputt. Stirb! Ja, ich sollte nicht, aber ich muss. Ich muss da reinkrabbeln. Ich bin ein Fledermaus, ich brauche Höhlen. Ich fühle mich wohl. Ich bin ein Höhlenmensch, Fledermausmensch. Gut. Das haben wir nun gemacht. Jetzt auch noch die Frage, warum war da oben das Riddlerzeichen dran? Damit ich hier rein kann? Das Ding ist doch eh offen. Ach, es war wirklich nur zum Durchschleichen gedacht, ja? Na ja. Okay, dann mal weiter am Text. Aber, Freunde der Videospielunterhaltung, ich schätze mal, das machen wir in der nächsten Folge, nicht wahr? Wenn es wieder heißt... Ich bin Batman. Bis dann. Ciao, ciao.